Cardio ist so eine Scheiße, Digga. Cardio ist so eine Scheiße. Aber somit, was geht, Jamie hier? Oh, Digga, ich kann nicht mal mehr reden. Das ist mir so. Was geht, Jamie hier? Welcome back, Boys, zu einer neuen Folge. Full Day of Eating. Wir sind hier, wartet. Und eine Stunde auf diesem Drecksding, Alter. Ich hasse Cardio über alles. Mit einem angenehmen Durchschnittspuls von 140 bis 150, ja, mal kurz auch auf 160 irgendwie, naja. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Ich habe das Gefühl nicht. Energy hilft auf jeden Fall. Ich bin tot. Keine Ahnung, wie man das sieht, ob ich, dass ich durchgeschwitzt bin. Ich mache Cardio immer fester am Morgen. Da habe ich mit einem Hydrorate gemacht für die Elektrolytzufuhr. Hier, Hydrorate. Und dann Energy, einfach weil ich es verfickt nochmal nötig habe. Und davor hat es auch noch einen Kaffee gegeben. Oder zwei. Aber jetzt. Ja. Aber jetzt gibt's die erste Mahlzeit. Man hätte sich denken können. Natürlich. Fleisch. Hühnchen, um genau zu sein. Alter. Guck dir mal das an. Ich glaube, man sollte das sehen. Mein verfickter Rücken. Guck dich das an, Alter. Wie nass das ist. Junge, Alter. Es ist. Let's play. Es ist komplett nass, Alter! Mann! Ah, wir haben hier Hühnchen, Leute. Hühnchen ist toll. Oh, ich bin komplett tot. Also, ich erwarte von mir jetzt nichts. Weil ich kann keine Erwartungen erfüllen, nicht ein bisschen. Aber ich mache jetzt Hühnchen. Wir ziehen jetzt mal das T-Shirt aus, weil ihr seht hier schon, wie durch... Alter, Digga, ich habe gar nicht gecheckt, wie nass das ist. Ich habe hier so ein Pulsmessding. Das machen wir weg. Aber dann... Gucken wir mal, oh, wie das Ganze aussieht. Verfehlt, Alter. Es ist ja... Digga, wenn ihr das anfassen könntet. Lecker. Ey, kurzer Physikcheck. Also so sehen wir currently aus. Aktuell sieht das Ganze so aus. Sieht mein Gesicht nicht mehr. Egal, sieht noch besser aus. Ja. Bam. Alter, nee, wirklich. Die Shreds kommen brutal. Was aber auch brutal kommt, ist Hühnchen. Und das hier ist gerade im Making. Heißluft, Fritteuse, Airfryer, einfach so ein absoluter Gamechanger, ungelogen, Digga. Es spart so viel Zeit. Ich muss keine Pfanne sauber machen, nichts. Ich klatsche die Scheiße einfach da rein. Einmal im Monat mache ich das Ding auch sauber. So sieht's auch aus, aber. Komm on, wenn juckt's. Heiße Luft killt doch Bakterien und so. Fleisch fertig. Let's go, mal gucken, ob das Ding hier gut ist. Hol raus. Und wir müssen jetzt aufschneiden, ob es denn durch ist. Und wir sehen, das Ganze ist gut. Das ist durch. Das heißt, wir können das jetzt lecker, schmecker vernaschen. Was sagt der Klaus? Bam, bam, bam. Chicken Dicker. Let's go. Wir haben gleich einen Call. Ich habe hier gleich einen Geschäfts... Call, aber Chicken geht vor. Also wirklich, wir haben hier nämlich 251 Gramm Chicken. Das sind ungefähr 23 Gramm auf 100 Gramm sind, ich kann nicht rechnen. 50? Keine Ahnung, irgend sowas. Auf jeden Fall wird es jetzt vernascht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Meal in 2,5 Stunden wieder. Richtig geil, Alter. Richtig geil. Und somit gefinisht, Digga. Fleisch ist drin, Gains gesaved, Leute. Ihr wisst, nur Fleisch macht Fleisch. Hashtag not vegan in den Chat. Jeder von euch, der nicht vegan ist, schreibt in die Kommentare. Hashtag not vegan. Jetzt, und ihr seid alle vegan, Digga. Auch wenn man nicht glaubt, habe ich mich gerade geduscht und bin am Teleputzen. Ich weiß, die Leute glauben natürlich, dass ich das mache. Ich mache es auch nicht oft, aber
mindestens einmal alle 2-3 Monate. Mhm. Wir sind schön angezogen. Wieso? Weil sie denkt, ich treffe mit irgendjemandem. Sieht dieses Gesicht so aus, als hätte ich jemals mit einer Frau geredet? Nein, auf gar keinen Fall. Wir gehen nämlich jetzt. Ich weiß, viele von euch wissen es nicht. Gewisse von euch werden sich denken, was ist das und so. Aber es ist mir eigentlich scheißegal. Einige von euch wissen schon, ich bin Muslim. Es ist Freitag, wir gehen in die Moschee. Und jeder von euch, der jetzt ein fucking Problem damit hat, dass ich Muslim bin und dass ich in die Moschee gehe, soll sich ficken und soll mir gerne entfolgen und zieht euer Leben durch, aber verpisst euch. Ich dränge niemandem meine Religion auf. Ich sag niemandem, ihr sollt Muslime werden. Natürlich freut es mich, wenn Leute konvertieren oder etwas. Ich bin auch ein Konvertit. Aber ich habe meine Religion, die ist privat. Ich mache ein Full Day of Eating, nehme ich bei meinem Tag mit und ich gehe heute in die Moschee, also nehme ich euch mit. Und wenn das jetzt irgendjemand von euch stört, dann bitte verpiss dich und guck dir nie wieder ein Video von mir an. Also, danke vielmals. Mein Uber ist in 2 Minuten hier. Ich will hier nicht meine Adresse liegen. Und dann verbissen wir uns. Let's go. Was wir aber mitnehmen ist Rice Pudding. Hier ist das Wasser schon am Kochen. Hier haben wir Rice Pudding. Das sind 80 Gramm, 79, ist mir eigentlich scheißegal. Hier, dieser Bad Boy hier, dieser Rice Pudding. Das machen wir oben hin. Der Shake für im Training wurde hier schon gecraftet. 30 Gramm Isoclear, 30 Gramm Cyclodextrin. Das wird mitgenommen. Kommen in die Gymtaschen mit, welche mir gleich mitnehmen, weil nach dem Beten geht's direkt ins Gym. So, hier haben wir 80 Gramm Rice Pudding. Dazu kommen jetzt noch 220 Gramm Wasser, ja okay, 250, das passt auch. Das Ganze wird gemixt hier. Ich muss mich ein bisschen stressen, weil mein Uber ist schon hier. Ich muss dem Dude schreiben, sorry, ich hab Verspätung, ich bin so blöd, ich hab Rice Pudding zu spät angefangen zu machen, weil ich unfähig bin, weil ich vergessen habe, dass ich das auch noch machen muss. Scheiße. Wir haben es geschafft, das Uber ist noch hier, hat sich noch nicht verpisst. Weil letztens ist mein Uber weggefahren, aber ich war ein bisschen zu spät. Hallo. Vlog heute auch, also heute mache ich Full Day of Eating. Und schon sind wir angekommen hier. Ja, ist jetzt nicht die modernste Moschee oder irgendetwas, aber Leute, ich bin einfach froh, dass ich hier in der Schweiz, was ganz klar kein islamisches Land ist, die Möglichkeit habe, allgemein zu beten. Und ja, darum bin ich dafür sehr dankbar. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hoch, ich nehme mich da nicht mit, weil es ist privat. Also Leute, Gebet war natürlich gut, wie immer. Schön, also an alle von euch, die gläubig sind, geht mal, ob es jetzt Kirche oder Moschee ist, egal, geht einfach mal in ein Gotteshaus und dann alle, die nicht gläubig sind, ja auch, mir scheißegal. Aber das Ding ist halt hier irgendwie, ich lebe gefühlt, auch wenn es hier nicht aussieht wie in so einem Kaffdorf oder so, aber irgendwie Uberfahrer haben hier keinen Bock in der Nähe zu sein, daher geht's wieder 17 Minuten, bis das Ding bei mir ist. Ich weiß nicht, wieso es hier keine Nähe hat, weil in Deutschland, wenn ich zum Beispiel in Berlin bin, ja, 1 Minute, 2 Minuten, eigentlich schon praktisch auf dem Parkplatz stehen überall, hier nicht. Aber das ist gut, die Zeit nutzen wir gleich, um eine Cola Zero zu holen, denn ich habe verfickt nochmal Bock da drauf. Ja, ich selber habe auch schon gegen Süßgetränke und so Zero-Getränke geschossen, aber ihr müsst beachten, ich habe da keine Ausrede jetzt dafür. Ich habe auf jeden Fall, weil das Kaloriendefizit so tief ist, auf extrem Hunger, Durst und Bock. Ja, das mir zu holen da. Darum geht es jetzt hier in die Migros. Das ist ein Schweizer Laden. Das ist keine Ahnung, was man das vergleichen kann in Deutschland. Ich weiß nicht mehr. Aber da wird jetzt eine fette, lecker schmecker Cola Zero geholt. Nicht hier im Restaurant, weil hier zahlen wir irgendwie 6 Euro. Sondern direkt gegenüber. Ich weiß nicht, wer das sich da holt. Also wirklich. Gefunden. Wollen wir Mikroplastik oder Aluminiumstückchen? Aluminiumstückchen. Mikroplastik haben wir schon genug. 1 Euro, ich zahle. Ich hab gesagt, bezahlen, Digga, come on. Ja, ich hab alles gesehen, ich hab eine fucking Cola, come on. Ja, weiter. Zahlmittel, ja. Mal schauen, ob ich noch genug Geld auf meiner Karte hab. So, jetzt. Stell dir, oha, ich hab sogar noch genug Geld, Digga, let's go, ich bin losgeht. Ich hab 1 Euro für Cola. Wir müssen nur noch irgendwie 10 Minuten warten auf das Uber, Digga. Wir sind angekommen im Gym. Das Uber hat uns abgesetzt.
Im Uber habe ich natürlich auch noch den Rice Pudding gefressen, habe ich jetzt nicht gefilmt, aber alle können euch, glaube ich, denken, wie ich aussehe, wenn ich einen Rice Pudding fresse. Natürlich scheiße wie immer. Aber ja, mit wem wir jetzt gerade am Telefonieren sind, ist dem Robin Willerchen, dem kleinen Penis, Bro. Penis, Digga. Digga, guckt euch an, was hier steht, Digga, einfach vor meinem Tür. Das ist schon crazy, so geile Autos. Und ich, Digga, ich war fucking Bus, Junge. Ist bodenlos, aber Alter. Sehr schön. Also ich habe jetzt hier noch ein bisschen mit dem lieben Robin Willerchen getalkt. Jetzt geht's aber ins Training rein, Alter. Arme stehen heute an. Ich habe richtig Bock. Ungelogen, ich habe richtig Bock. Wir haben hier, das Ding ist ein bisschen, ja. Wir haben jetzt Crank Pump Pro. Wir haben fast nichts mehr, Alter. Ich sage euch ganz ehrlich, das hier, letzte Crank Pump Pro Portion, die in dieser Dose drin ist. Aber was wir auch noch in der Dose haben, haben wir, Alter, ich kann nicht mehr Deutsch, scheiß drauf, wir haben eigentlich nicht mehr in dieser Dose. Aber Crank Pump Pro. Ich habe nicht getroffen. Ich wollte meine Tasche schießen, aber da nicht geklappt. Egal. Ich würde sagen, wir haben genug Pre-Record Talk eigentlich gehabt, weil wir haben schon den ganzen Tag irgendwie geredet. Ja, jetzt wird nämlich gebollert. Hier sind wir, starren rein mit Trizeps Pushdowns, aber ich habe hier in meinem rechten, aber auch nur in meinem rechten Ellbogen irgendein fucking komisches Gefühl, was sich gar nicht gut anfühlt. Ich hatte das schon mal und ich weiß absolut nicht, was es ist. Falls ihr irgendjemand Ahnung hat, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Es fühlt sich einfach nicht gut an, es war gar nicht gut. Ich weiß nicht, also ich mache auf jeden Fall die Übung jetzt nicht so, wie sie geplant haben, weil es sich sehr schlecht anfühlt und ja, Gesundheit und so, ihr kennt ihn. Und wenn ich es einarmig mache, spüre ich es viel weniger. Wenn ich es hier so ein bisschen nach außen mache, dann spüre ich es noch, weil es ist irgendwie komisch, aber ich habe es auch nur auf einer Seite. Daher probieren wir, hier habe ich es gar nicht, wirklich 0%. Daher probieren wir das Ganze ein bisschen zu variieren, ein bisschen zu ändern, damit wir, ja, ganz simpel, uns da keine ernsthafte Verletzung ziehen, weil das wird mich richtig ficken. Würde uns im Wettkampf richtig auseinandernehmen. Weil, wenn ich eine Seite nicht trainieren kann, weil dann kann ich auch keinen Brust und Rücken, kann ich nichts mehr trainieren, Oberkörper rechts. Und das, sagen wir mal so, wäre schlecht. Und einer nicht hier. Spüre ich es ganz schwach. Ich weiß nicht, was es ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was es ist. Tja. Naja. Wir machen einen Satz, aber wenn ich merke, dass die Schmerzen zu stark sind oder wirklich ernste Schmerzen sind, dann breche ich ab, weil, wie gesagt, das Risiko ist es Risk to Reward Ratio, ihr kennt ihn. Okay, war gut, hat sich zu schlecht angefühlt. Okay. War gut. Ugh.
Also ich sage jetzt ganz ehrlich, ich hoffe einfach wirklich sehr stark, dass das bei der nächsten Trizepsübung, also wir machen ja nur zwei Trizepsübungen, also die letzte, nächste, was auch immer, Übung, die Maschinen, die wir machen, dass uns das hier denn dort nicht auch nochmal zu Problemen wird. Aber ich habe das Gefühl, da werde ich schön geführt ist und alles. Falls sie richtig geführt ist, wird es mit unserer nicht Genetik ist nicht das Wort, das ich suche, sondern der Konstruktur von meinem Körper, wie immer man das nennen will, da zusammenpasst, so ineinander arbeitet, dann müsste ich eigentlich perfekt anfühlen, wenn aber gegeneinander arbeitet, ist beschissen, wir werden sehen, aber jetzt ist erstmal Bizeps dran, Alter, und darauf habe ich Bock. Bizeps, aber hier wärmen wir uns sehr erstmal auf, also nehmen wir hier mal 14er, das müsste gut gehen, also ein schön leichtes Gewicht, wo wir jetzt erstmal ein bisschen was mal können, um ein bisschen Blut in den Bizeps zu pumpen, und ich persönlich würde niemals während einem Satz reden, außer man ist halt beim Aufwärmen, da geht das voll klar, weil wir da uns ja gar nicht konzentrieren müssen auf irgendwas, wo uns auch nicht schwer ist, sondern wir aber wie gesagt den Muskel ansteuern wollen, das Blut reinmachen, damit wir eben ready sind, und auch hier ist auch noch was man gut benutzen kann, um die Verletzungsgefahr zu senken, also auch das Aufwärmen ist ein wichtiger Punkt von der Verletzungsgefahr. Was aber beim Aufwärmen von vielen nicht gesehen wird, was eigentlich, glaube ich, langsam jeder gecheckt hat, dass man Aufwärmen so machen sollte, dass man einfach das Gewicht, welches man benutzt, irgendwie halbiert gefühlt und dann genau die gleiche Übung macht, jetzt Curls. Wir haben hier 14er, wenn ihr ein bisschen Aufwärmen macht, Satz machen wir mit dem 22er. Ich weiß nicht, das Doppelte offensichtlicherweise, ich kann, ja, okay, Mathe kann ich noch nicht, aber das habe ich so ähnlich hingekriegt. Aber was man trotzdem noch warm machen kann und vor allem sehr hilft, ist Gelenke. Zum Beispiel für Bankdrücken, dass man hier so Sachen macht mit einem Kabel oder so, oder diesen hier, oder diesen, oder auch leichtes Seitheben mit irgendwie 2 Kilo oder so, dass man immer die Gelenke und alles auch noch aufwärmt. Und nicht nur die Hauptmuskulatur, sondern auch die Muskulatur. Und nicht nur die Hauptmuskulatur, sondern auch die Nebenmuskulatur halt. Wie beim Bankdrücken, die Schultern. Weil ja, die meisten haben nicht Schmerzen in der Brust beim Bankdrücken, sondern in der Schulter, wenn sie Schmerzen haben irgendwo. Das ist auch noch ein Punkt, den ich erwähnen wollte. Aber jetzt geht's ans Sätzchen ran. 22er. Okay, Alter, Leute, das war gut. Vor allem bin ich erstaunlich gut reingeschaut am Anfang. Ich habe, bevor der ersten Wiederholung, wo ich schon rausgekommen habe, ich dachte, das fühlt sich gut an. Wir haben eine sehr, sehr schöne, gute Rep-Range hingekriegt. Alter, ich bin sehr zufrieden, das war gut. Das war auf jeden Fall gut, Digga. Geil, Mann. Ugh.
Perfekt, Alter. Let's go. Das Ganze war auf jeden Fall gut. Boah, ich liebe Köln, es ist einfach so eine unglaublich gute, underratede Übung. Curls sind so geil, ne? Es ist wirklich, jeder, der normale Curls aber nicht in seinem Plan hat, er verpasst was sehr Richtiges, sehr Gutes. Also wir müssen jetzt hier wirklich hoffen, dass die ganze Scheiße nur mein Trizeps fein ist. Daher nehmen wir jetzt erstmal ein Drittel des Gewichts, gucken wie das sich anfühlt. Wir machen die Ausführung aber gleich, wie wir sie auch machen werden. Da sitzen wir noch eins höher. So, sind wir richtig drin, genau. Und so mit einem Drittel vom Gewicht fühlt sich's gut an. Ich bin jetzt mal mit der Hälfte. Das ist ungefähr hier. So. Das fühlt sich auch noch gut an. Das ist perfekt. Okay, dann können wir mit Arbeitsgewicht da rangehen auf jeden Fall. Ja. Aber wenn wir jetzt die, wie vorbeansprucht haben, standen wir mit der Seite rein, weil wir haben jetzt Aufwärmen gemacht. Aber das haben wir mit der anderen Seite nicht, weil wir müssen jetzt ja nicht aufwärmen, weil wir sind schon komplett warm. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ihr lernt. Alter, das war gut. Ich bin zufrieden mit der anderen Seite. Huh. Okay, fühlt sich gut an. Nein. Komm, jetzt noch in den letzten. Somit sind wir mit Trizeps durch, Alter. Boah. Geil, aber es ist geil, es ist geil. Es macht mir Spaß. Hat sich gut angefühlt, bin ich sehr froh drum. Und hat sich auch, also von der Schmerzfaktor-Ding hier her, war gut. Und der Satz allgemein hat sich auch gut angefühlt, war geil. War richtig geil. Jetzt kommen wir schon zum Schluss. Face away, Cable Curls. Aber jetzt mal Real Talk an dieser Stelle. Ihr seht, wie unglaublich leer dieses Gym ist. Seht ihr irgendeine Person? Genau, same. Ich sehe mich irgendwie, ja, hier im Spiegel im Hintergrund sehe ich mich nochmal, Alter. Mehr sehe ich hier nicht. Wo seid ihr alle? Wir haben fucking Freitag. Ja, es ist schönes Wetter draußen. Ja, es ist toll und alles. Und vielleicht hat man keinen Bock ins Gym zu gehen, natürlich. Aber man kann einfach mal keine Fotze sein und seinen fetteten Drecksarsch auch ins Gym kriegen, wenn man keinen Bock hat. Auch wenn es Freitag ist, auch wenn irgendeine Party ist, auch wenn irgendwie schönes Wetter draußen ist oder am See oder was auch immer für eine Scheiße aus man hat. Man kann doch einmal mal, wenn man keinen Bock hat, seinen Arsch ins Gym kriegen. Und auch wenn sie das Ganze wie so ein motivational Zeug hier anhört, natürlich, wenn ihr euren Restday habt und es ist normal, dass man mindestens einen Restday in der Woche hat, dann ey, be it. Aber ich kenne genug Leute, die einfach
ja, heute, ey, ich war schon 3 Tage davor oder war schon letzte oder was auch immer. Ausreden suchen und mit Ausreden kommen wir nicht weiter. Oder die Ausrede, es ist schönes Wetter draußen, das ist die beschissene Ausrede, die ich seit langem gehört habe, Alter. Wirklich. Aber jetzt richte ich die Cam so aus, dass es geil aussieht. Und dann gehen wir an die Cable Curls ran. Richtig geile Übung. Würde ich auch jedem von euch mal empfehlen zu machen. Ich bin ein extremer Fan von Basic-Übungen. Normale Curls, Bankdrücken, was auch immer. Aber das eine, die nicht so komplett normal ist, aber das verfickt nochmal gut. Okay, okay, nichts mehr, fuck, Alter. Okay, fuck. Vielleicht habe ich das Ganze ein bisschen nach hinten gezogen. Wir reden nicht drüber, Digga. Aber worüber wir reden, ist mein fucking Pump. Weil diese Scheiße ist geil. Ja, wir gucken jetzt noch nicht. Wir gehen aber, Alter, jetzt mal Real Talk. Wir gehen jetzt nicht extra im Posingraum für den Armpump, Digga. Arme können wir auch hier angucken, Alter, ohne dieses fucking Tank drüber auszuziehen. Ich weiß, ihr wollt sehen, was da runter ist, aber heute nicht. Wir machen das Ganze direkt hier. Hier haben wir zwar kein gutes Licht, aber wisst ihr was, wir scheißen heute mal auf Licht, weil der Pump so gut ist, dass wir kein Licht brauchen. Ohne Licht wären wir so beschissen aussehen. Aber wir machen es trotzdem einfach hier. Einfach, weil wieso nicht? Nee, sieht geil aus. Alter, sieht geil aus. Aber ich will das Ganze trotzdem noch in Licht sehen, aber... Digga, da ist ein fetter Punkt drauf, Alter. Na, es ist sehr sexy. Sehr geil. Sehr geil. Das ist nicht mein Handy, perfekt. Oh, das ist es? Nö, ist doch nicht mehr. Egal. Ja, würde ich sagen, probieren wir mal ein bisschen nach vorne zu gehen, weil hier oben, ein paar Meter, einen Meter vor uns, ist nämlich ein gutes Licht. Vielleicht können wir das hier mitnehmen. Ja, hier sieht man jetzt schon. Ja, Alter, der Unterschied, den es macht, ist krass. Ja, Licht macht also einen fetten Unterschied. Aber fair point, wenn der Digga an dieser Stelle ist, auch ohne Pump, ohne Licht hat es gut ausgesehen. Wir sehen mal, den Unterschied macht. Mein rechter Arm ist eigentlich besser als mein linker. Oder nicht? Oder ist es andersrum? Ich hab's vergessen. Aber ihr seht, wie viel Unterschied dieses Licht macht, ne? Aber ja, scheiß drauf, wir brauchen kein Licht. Wir sehen auch ohne Licht geil aus. Ich krieg keinen kleinen Sneak Peek, wie die Diät aussieht. Sieht auf jeden Fall gut aus, Alter. Man kann sagen, was man will. Sieht auf jeden Fall gut aus. Aber, ich würde sagen, das war's mit dem Training. Klein, aber also kurz. In der Kürze liegt genau irgendwas habe ich gesucht. Egal, Training war kurz, Armtraining ist immer kurz. Weil unnötig viel Volumen für Arme bringt auch nichts. Die Vaskulität, man sieht es hier schon, keine Ahnung, ob es rüberkommt, aber hier schon ein bisschen, wie das so aussieht. Das wird, wenn wir shredded sind, wird das geisteskrank aussehen, kann ich euch schon jetzt sagen. Aber ja, ich verpiss mich jetzt. Wir verpissen uns jetzt. Wir verpissen uns jetzt nach Hause. Ich muss schauen. Warte mal. Ich habe hier nämlich mehrere Uber-Accounts und auf dem hier habe ich nämlich noch eine Promo und bekomme dick Rabatte. Daher ja, nehmen wir das hier. Das einzige Problem ist, es sind ja noch 3% Akku und der
Akkuladepart-Ding da funktioniert nicht. Also ich kann es nicht einstecken. Das Ding ist kaputt, ich kann es nur über Wireless Charging laden. Aber Digga, das ist irgendwie bei ganz vielen iPhone 13 oder so, die sind ja noch nicht alt. Das ist bei ganz vielen, dass irgendwie das Ladebüchse-Ding nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was sich Apple da gedacht hat. So, Bruder, iPhone 13 ist schon voll outdated, müsste ich jetzt mal ein neues Handy haben. Bruder, das Handy ist praktisch neu, Alter. iPhone 13, come on. Das ist voll der Abfuck, aber was soll's. Mal gucken, ob wir einen finden, weil die Uber-Fahrer haben irgendwie nicht so Bock auf mich. Hab ich das Gefühl, ich werd so oft abgelehnt bei Uber, Digga. Schlimmer als bei Tinder. Ich habe natürlich kein Tinder, Digga. Ich bin nicht volljährig. Aber, apropos Tinder, da, Leute, ich habe da irgendjemand hat mir mal ein Bild geschickt, da gibt es irgendwelche Accounts mit meinem Gesicht drauf, wo sich Leute als ich ausgeben. Das ist schon wild, Digga. Das ist schon nicht cool, Bro. Egal. Ja, es sind wahrscheinlich keine Uber noch an. Ich laufe nach Hause. Perfekt. Wir sehen uns bei der nächsten Mahlzeit. Hühnchen, wir schauen zuerst nach, wie schwer das genau ist. 256 Gramm. Das packen wir hier rein. Ja, ich soll das Hähnchen natürlich mal putzen. Aber jetzt noch nicht. Und wir stellen das Ganze auf 12 Minuten. Dann gucken wir nochmal rein, ob es fertig ist. Weil länger reintun können wir immer. Kürzer reintun wird schwer. Und ich weiß, es ist nur ein Gerücht, dass ich das mache. Ich mache das auch einmal im Monat maximal, aber ich wasche sogar meine Hände. Wie gesagt, einmal im Monat maximal. Und nachdem ihr mir hier auf Insta gefolgt habt, wird das Ganze natürlich auch noch getrackt. Hier sind wir 17 Uhr, haben wir 2, 5, 6, ich glaube so rum war so da, andersrum. Ich glaube also Gramm Chicken. Alter, das ist mit links mit meinem Daumen hingekriegt habt, Digga. Da müsst ihr mir schon Props geben. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich kann eigentlich nicht schreiben. Außer Chicken und Protein. Fleisch! Hashtag not vegan in den Chat. Fleisch ist fertig. Hier sind wir. Jetzt holen wir das raus und ihr seht, das mache ich hier mit Absicht, damit ihr seht, es ist nicht gleich schwer davor wie danach. Ihr seht hier, das ist hier nicht so ganz. Auf jeden Fall sind es rund 222 Gramm. Davor war das 250. Ihr könnt euer Fleisch nicht danach wegen uns als ungekocht tracken. Entweder oder, ich würde immer vorm Kochen empfehlen, weil so auch die Nährwertangaben auf den Verpackungen sind. Wichtiger Punkt, merkt die Message. Sonst trackt ihr falsch, Digga. Und dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr falsch trackt, wieso ihr entweder zunehmt, obwohl ihr abnehmen wolltet, oder abnehmt, obwohl ihr zunehmen wolltet. Wenn ihr es aber nicht auf die Reihe kriegt, richtig zu tracken. Genau. Das machen wir jetzt. Wir gucken rein. Das ist noch nicht gut. Schade. Wir machen nochmal rein. Nochmal 4 Minuten rein, dann sehen wir uns wieder. Jetzt sieht das Ganze doch schon besser aus. Dann können wir auch noch das andere Stück rausholen, würzen und dann fressen. Weil Fleisch, das ist gut. Gewürztechnisch ballern wir Paprika. Ich persönlich finde Paprika auf Hühnchen richtig, richtig geil. Und meine Mama hat da so ein richtig wildes, dieses Paprika-Gewürz für alle Schweizer hier, dieses Ding hier. Ich glaube, gibt es da ein Migros oder so, das ist OP, Alter, das ist OP, das ist so geil. Das ist Paprika und gewisse Paprika sind zu scharf dafür, dass man absolut übertreiben kann und viel zu viel drauf tun kann. Das, wie ihr seht, nicht. Für das Salz muss ich aber beide Hände benutzen. Lecker. Und schon ist das nächste Essen fertig. Man hätte sich denken können. Hühnchen, Alter, okay, vielleicht habe ich... Die Scheiße ist heiß, fuck. Fuck, das ist heiß. Ha! Das ist heiß und schlabberig irgendwie, rutschig. Eine Scheiße. Ha! Fuck. Okay. Hühnchen. Aber ja, Leute, jetzt ist hier draußen im Garten ist meine Familie. Also ist jemand von meiner Familie gekommen, um genau zu sein, die Schwester von meinem Vater. Und jetzt essen wir alles so zusammen, also das Ganze filme ich nicht. Aber dieses Hühnchen wird jetzt verspeist. Wir haben 7.20 Uhr. Genau. Bam. Bis zum nächsten Mal. Eine halbe Ewigkeit später, beziehungsweise ich habe die ganze Zeit Hunger, Alter. Und es sind eigentlich 2 Stunden später. Aber Fleisch. Das holen wir jetzt raus. Machen wir ein bisschen anständiger mit einer Gabel. So. Ey, gib mir mein Fleisch. So, hier. Lecker. Schmecker. Das einzige Ding ist, was mich da ein bisschen anscheißt. Wir dürfen das Fett nicht essen, weil es halt zu viel Fett hat. Ja, eigentlich hätte man sich schon denken können, zu viele Kalorien, zu viel Fett, aber das wird jetzt verspeist. Sieht lecker aus? Ja, sieht lecker aus. Leute, ich hab schlechte Neuigkeiten.
meine Mama hat im Fleisch gerochen und gesagt, riecht nicht mehr gut. Und wir wissen, Mamas haben immer recht. Das ist jetzt blöd, weil ich will das Fleisch essen, aber ich kann es nicht riskieren, irgendwie deswegen krank zu werden. Es sind 3 Tage. Aber 3 Tage, das geht ja voll fit noch. Das ist jetzt Pain, ne? Das tut weh. Aber, naja, dann würde ich sagen, gibt's nochmal Hühnchen. Aber wir fragen Mama, ob sie uns Hühnchen schneiden kann und dann so cool in der Pfanne machen kann. Das sind nämlich leckere. Mama, hast du mir das Pulle so schneiden irgendwie? Wenn ich in der Pfanne mache, so kleine Streifen, nicht so fette Klotz. Oder so ein kleines Stückchen. Wie bitte? Danke. Guck mal, was Mama hier am Zaubern ist. Vielleicht schon ein bisschen besser aus als meins, immer nur hier drin. Aber sieht sehr lecker aus. Es sind sogar noch 258 Gramm Tomatensauce dabei. Und diese Tomatensauce ist ohne irgendwie noch, wie heißt das? Öl oder Rahmen oder so, sind einfach nur Tomatensauce. Das habe ich sehr Bock drauf, Alter. Natürlich wäre ein bisschen Reis noch geil, aber so viele Kohlenhydrate haben wir nicht. Und fertig ist es. Guckt euch das mal an, wie lecker das aussieht mit Tomatensauce. Und hier das Ding ist, es ist wirklich nicht irgendeine Fertig-Tomatensauce, sondern dieses Tomatendose irgendwas. Und das hat wirklich hier, das sind 260 Gramm. Ihr seht, 55 Kalorien. Das hat wirklich keine Kalorien. Hat auf 100 Gramm, glaube ich, 24 Kalorien, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also nichts. Und ist halt geil und noch halt noch ein bisschen was zu essen, abgesehen von nur Salz und Hühnchen. Geiler Tipp. Aber das wird jetzt verkostet. Mal gucken, ob meine Mama das gut hingekriegt. Und viel zu heiß. Nee, ist lecker, Alter. Sehr, sehr nice, Alter. Ich hab, lecker. Wahrscheinlich meine beste Mahlzeit heute im Ende vor. Sonst hatte ich eigentlich nur Hühnchen und einmal Reispudding. Naja. Hm? Als Abschlussmahlzeit des Tages gibt es noch was ganz Neues, was wirklich fancy ist, was crazy ist. Chicken. Naja, aber nicht ganz, nicht ganz. Es gibt nämlich nicht nur Chicken, wir haben auch noch Ei. Das ist jetzt gerade in the making. Wir haben das hier, da ist noch ein, wie ich Ei mache, als Tipp. Zuerst mal ein bisschen Bulle rein, also wirklich wenig, weil wir, wie gesagt, extra Fette, die wir nicht brauchen, nehmen wir nicht, weil Kalorien und... Ja, ich glaube, ihr habt das Ganze verstanden. Machen wir hier auf heiß, zuerst mal ein bisschen Bulle rein, dann auf heiß machen, dann Ei rein, dann auf heiß. Und dann müsst ihr das schon so, ein bisschen so, ihr seht, es ist dampft ein bisschen, das sieht schon gut aus. Ist noch ein bisschen so, ne, keine Ahnung, dann runter. Nochmal warten, währenddessen Hühnchen essen. Oder wir warten, wir gucken, dass wir dieses Ei richtig gut machen. Das Ei sieht schon sexy aus, Alter. Ich hab so Hunger, ne? Das ist crazy. Crazy! Jetzt sieht man das Ei schon ziemlich, ist langsam schon ziemlich fertig. Jetzt ist es noch ein bisschen flüssig, nicht nur da beim Gelben, sondern auch beim Weißen. Man kann es jetzt ein bisschen bewegen. Wenn sich es bewegt, beziehungsweise schon völlig gelöst ist, dann ist es ready. Aber jetzt seht ihr, seine eine Seite ist gelöst, aber hier auf der Seite hier unten noch nicht so ganz. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Ich glaube, wir sind langsam soweit. Ja, wir sind soweit. Das Ei, seht ihr, ist fertig. Es bewegt sich komplett. Jetzt brauchen wir nur noch einen Teller. Der einzige Teller, der hier drin ist, der ist dreckig, Alter. Ich weiß nicht, was ich hier drin mache. Gehen wir hier rüber. Hier haben wir noch einen. Das ist ein kleiner Daumen. Da haben wir auch einen kleinen Teller, weil ich habe keinen großen Sauber mehr. Hier, schlagen wir dazu. Jetzt die Challenge ist, das Ei richtig rüber zu kriegen. Kriegen wir es hin? Oh, es sieht gut aus. Ich glaube, so gut habe ich es noch nie hingekriegt. So weit war ich noch nie. Ja. Digga, ich krieg's nicht. Doch, ich krieg's hin. Nein. Jetzt. Och Mann, ich hab's verkackt. Oh, das war so ein guter Start, Digga. Schade. Nicht vergessen, das Ding hier auszumachen. Das darf man nicht vergessen. Ah, krieg ich das irgendwie schön auf den Teller? Ja! Bam! Das sind 10 von 10 Eiern. Jetzt wird das letzte Meal gegessen. Dazu gönnen wir uns was richtig Geiles. Nämlich gehen wir auf YouTube, geben hier ein. Ich habe da nämlich so einen coolen Kanal, den ich sehr gerne angucke. Der heißt Jeremy Reacts und dann gönnen wir uns eine geile Reaction. Hat er nicht gesagt. Ja, meine eigenen Videos sind ziemlich witzig. Aber no joke an dieser Stelle.
Guck bei meinem Channel Jeremy Reacts auf jeden Fall vorbei. Kann ich euch wirklich ans Herz legen. Die Videos sind unglaublich amüsant. Aber das war es natürlich schnell von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich gönne mir Hühnchen und Ei. Ihr wisst, ich esse gern Ei. Oh.